Ein Traum in Flieder. Nein, das ist nicht etwa Königin Letizia von Spanien, die hier aus dem Flugzeug steigt, sondern die Frau des Bundeskanzlers, Britta Ernst. Gemeinsam mit seiner Frau reist Olaf Scholz nach Japan zum G7-Gipfel. In Hiroshima geht es vor allem um das große Thema Frieden. Bereits bei der Ankunft stiehlt Britta Ernst allen die Show. In ihrem fliederfarbenen Kostüm sieht sie umwerfend aus. Auch beim Anschlusstermin mit den Lebensgefährtinnen und Gefährten anderer Staatschefs muss sie sich nicht verstecken. Neben der britischen, der amerikanischen und der japanischen First Lady sowie dem Gatten von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wählt sie ein schlichtes, aber nicht weniger elegantes Outfit. Über einem cremefarbenen Kleid mit einer Streifenverzierung trägt sie einen eleganten schwarzen Mantel. Mit ihrem Mann trifft Britta Ernst Japans Premierminister Fumio Kishida und dessen Frau Yuko. Schlicht und elegant verzaubert die Bundeskanzlergattin mit ihrem Auftreten in Japan.